Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Data Team TV Video. Heute geht's um Dindernes. Ich habe Bind bei mir konfiguriert auf meinen Servern, um eben von EuroDNS und Co. wegzukommen und dann eben meine eigenen Konfigurationen zu haben. Das Problem aber bestand, dass ich einige dynamische DNS-Einträge habe. Und da habe ich dann versucht, das Ganze hinzubekommen, dass das auch sich updatet über ein Skript oder was auch immer. Doch ich konnte einfach nichts finden, was richtig funktioniert hat. Und so musste ich langsam, aber sicher mir mein eigenes System zusammenbauen. Wie gesagt, was dann auch mit einer aktuellen Bind-Version funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche ich habe, kann ich nachher nachschauen. Wie gesagt, es hing auch sehr davon ab, welche Bind-Version man nutzt. Wenn man die aktuelle hat, was habe ich jetzt hier? Eine 9.16er-Version. Ich habe hier auf der anderen Seite mal schnell geöffnet. Wie gesagt, dann werden die Schlüssel anders generiert und ich hatte da ein Dutzend Seiten gefunden, überall stand irgendwas und nichts funktionierte so richtig. Deshalb komme ich dann jetzt hier zu der Konfiguration, die bei mir funktioniert. Ich habe dann, wie gesagt, ein aktuelles Rocky Linux mit eben Bind 9, ich switch mal hier um, 9.16, Rocky Linux 9.1. Und ich habe hier unter meinem Bind DNS Server einfach mal hier ein test.lu erstellt. Einfach eine Datei, wo verschiedene IP-Adressen drin stehen, dass ich die Zone habe. So kann man das eigentlich dann aufbauen. Ich mach mal wieder hier so. Ja, cool. Logischerweise kommt ein Fehler, weil ihr seht ja, ist keine akzeptable IP-Adresse. Aber egal, weil das brauchen wir nicht. Ich wollte nur einmal kurz zeigen, wie man das machen kann. Wie so eine Datei aussieht, weil das normalerweise erstellt ihr das über ein Webinterface. Ich habe hier jetzt Virtual Min, Webmin Verbindung. Es gibt aber auch noch viele andere solche Interfaces. Allerdings werdet ihr SSH benötigen. Das habe ich hier schon geöffnet mit Bitwise. Eine Terminal Session. Und dann erstellt ihr euch ein Verzeichnis eigentlich. Ich habe es hier schon erstellt, den DNS einfach. Man muss es auch richtig schreiben. Ich denke ja, dass ihr wisst, wie ihr ein Verzeichnis erstellt. Oder ja, kann ich. Jetzt bin ich an den falschen Knopf gekommen. Ich habe auf Pause gedrückt. Das ist manchmal mit diesen Shortcuts sehr empfindlich. Also eigentlich könnt ihr eigentlich einfach ein Verzeichnis make dir, macht ihr dann zum Beispiel slash dindns. Wie gesagt, ich habe es schon, deshalb brauche ich das nicht zu machen. Just jetzt ausführen, sagt er, existiert ja schon. So, denn da werden wir danach so eine Datei wie jetzt hier erstellen. Und um zu wissen, was in diese Datei reinkommen soll, da gehen wir ganz einfach einen bestimmten Befehl ein. Momentchen, ich kopiere den hier einfach mal raus. So, und dann machen wir hier test.lu draus, um einfach den zu haben, den ich jetzt für mein Domain habe. So, und dann seht ihr hier, wird ein Code eigentlich erstellt, ein Key, mit dem ihr erlaubt werdet, diesen NS Einträge, also diese DNS-Einträge abzudaten, auch über Distanz. So. Und dann, wie ihr seht, wo müsst ihr das in eine Name.conf, das hier alles eintragen. Das kommt auch noch dazu bei dem Domäne. Das habe ich hier kurz vorbereitet. Kopiere das hier einmal schnell raus. Copy. Ups. Und dann.
Ein Named.conf könnte so aussehen wie das hier. Ich habe jetzt hier die wichtigsten Sachen schon rausgeschnitten, damit ihr meine Keys, die ich schon im System habe, nicht seht und manche IP-Adressen rausgenommen und so weiter. Wie gesagt, die Key, die könnt ihr eigentlich egal wo, irgendwo hier in eurer Named.conf reinsetzen. Nicht zum Beispiel hier unter Options setzen oder in eine Zone rein, sondern es ist ein eigenständiger Key. Und dann, komm, wir machen hier raus einfach mal test.lu. So, und wie ihr seht, hatte ich, das muss ich dann auch hier verbessern. Es ist die Datei wird automatisch erstellt, wie gesagt, wenn ihr so ein Provider-Web-Interface nutzt. Und dann habt ihr hier, habe ich ja schon etwas drinstehen, Update Policy. Und da steht ein Key drin. Das ist der Name, wie er hier heißt. Und das, wenn ihr jetzt wieder hier schaut, da steht ja Update Policy Grant und das müsst ihr dann eigentlich so in eure Named.conf reinsetzen. Könnt das auch etwas rüberschieben, dass das eben auf der gleichen Höhe ist. Das sieht besser aus. Und ihr seht, dann gibt ihr eigentlich dem Key ddns-key.test.lu die Rechte auf jede Unterzone zuzugreifen. Das könntet ihr jetzt auch umändern, wie ihr wollt. Das ist euch dann in dem Moment überlassen. Hier habt ihr, wie gesagt, auch diesen Namen. Entschuldigung. Also dieser Name und hier, das muss überein da stimmen. Und daneben, wie gesagt, diesen Secret, den, der ist wichtig, das braucht ihr jetzt in einer getrennten Datei. Das heißt, am besten macht ihr euch eine Datei, wo ihr nur das reinkopiert zum Beispiel. Und die speichert ihr euch lokal ab. Ich mache es einfach hier, test.lu.key. Ich habe das jetzt einfach in mein DNS-Verzeichnis gesetzt. Dazu komme ich jetzt auch gleich. So, dann habt ihr, dass ihr das irgendwo lokal habt, dass ihr auch wisst, wo das ist. Am besten, wie gesagt, einfach macht ihr euch ein Verzeichnis direkt auf C mit DNS. Das geht dann am besten, dann findet ihr es auch schnell zurück. Dann machen wir das wieder hier alles klein, denn das brauche ich nicht mehr. Dann noch den Explorer. Denn da, wo ist jetzt hier mein DNS-Verzeichnis? So. Zuck, schieben wir das mal. Ups, das war das falsche Fenster. Jetzt haben wir OBS in OBS in OBS. Ah, er hat mir mein Fenster nicht auf vollen Schirm gemacht, deshalb. Gut, hier haben wir den DIN-DNS und wie ihr seht, habe ich hier ein paar Dateien schon im DIN-DNS-Verzeichnis reinkopiert. Das findet ihr eigentlich unter, Moment, ich mache hier ein anderes Fenster dafür auf, ist einfacher. Ihr müsst nämlich dafür Bind für Windows runterladen. Und da gibt es ein Problem, nämlich die ganzen neuen Versionen gibt es da nicht mehr. So. Ihr habt hier Bind und da gibt es hier keine Version mehr für Windows sozusagen. Wenn ihr jetzt hier bei der 9.18 selbst schaut, habt ihr die Downloads und da steht die Native Windows Build No Longer Available. Da müsst man unter der 9.16 schauen und dann nehmt ihr eben hier die 9.16 und ladet die im ZIP-Datei als ZIP-Datei runter. Ich mache das mal, wenn ihr denn möchte. Ist heute wieder sehr denkwürdig. So, wo ist denn jetzt... Warum ständig? Oh, egal, ich mache das einfach so. Dann dekomprimiert ihr das. Und dann habt ihr eine hohe Anzahl an Dateien. Was ihr braucht, ist eben dieses NS-Update. Und wenn ihr das NS-Update braucht, ich drehe mal hier nach dem Typ, braucht ihr auch die Bibliotheken. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ihr sie alle benötigt, aber ich kopiere sie immer alle mit, dann gehe ich kein Risiko an. Das heißt nur diese DLL-Dateien und dann eben NS-Update. Die habe ich hier direkt unter C DIN-DNS reinkopiert.
Dann eben, wie gesagt, der Key befindet sich auch da. Hier ist eben der Test Elude Key. Und dann kommen wir zum wichtigsten, diesem Update-Skript. Den habe ich unter PowerShell konfiguriert. So. Dann kann ich schließen. Verlassen, interessiert mich nicht. Habe ich das hier schon geöffnet? Da ist die Key. Da ist die Named als Beispiel. Da ist das, was wir als Befehl angegeben haben. Gut, dann öffne ich einmal hier. Ne, steht nicht da. Dann mache ich hier den Update auf. Und dann, ich werde euch das dann wieder, wie so üblich, auf der ICT-Seite angeben. Also ICT ist ISEET.FANS heißt die Seite. ICT.fans. So. Zuerst, das hier ist nur eine Beschreibung, weil da gab es noch eine Möglichkeit, die kompletten Infos des Providers rauszubekommen. Je nachdem, was man machen möchte, braucht man das auch. Aber hier haben wir wichtige Parameter. Das erste ist der Key Pass. Das ist eben der Wert, den ihr braucht zu eurem Key. Zum Beispiel hier hätten wir jetzt test.elude.key. Für, wie gesagt, das Beispiel, wo ich jetzt hatte, war es eben DIN, DNS und so weiter. Das war auch mal einer meiner ersten Tests. Dann der Skript. Das ist der, wo er das, also diesen Skript automatisch erstellt. Es ist eine Textdatei, wo die sich befinden sollen. Wie gesagt, ich gebe das hier einfach in DIN, DNS, NS Update Text. Und dann eben der Pfad, wo das Ganze ablaufen soll, ist eben C, DIN, DNS. So, dann hier fangen wir an. Das ist mit MyIP diesen Teil hier. Da lädt er eigentlich eure aktuelle Public IP. Dann haben wir hier den Servernamen, den er aktualisieren soll. Dann haben wir hier die Zone, die er aktualisieren soll. Das wäre in dem Fall, wo wir jetzt hier TestElu genommen hätten, wäre das hier TestElu. Und dann eben der Hostname. Zum Beispiel hier habe ich als Beispiel Holodeck, weil ich eben Star Trek Fan bin. Aber man könnte zum Beispiel, kann eigentlich alles nehmen. Und dann eben Punkt die DNS-Zone, das ist dann eben der Domainname selbst. Oder der Subdomain. Das hängt ja immer davon ab, was ihr machen wollt. Und dann geht hier der Prozess los, wo er eigentlich diese NS-Update-Textdatei erstellt. Das ist so ein Skript-Datei, kann man praktisch sagen. Obwohl es kein Skript im Sinne eines Skriptes ist, aber der wird hier später benötigt, wenn man den NS-Update laufen hat. Und das muss, wie es hier auch geschrieben ist, Zeile für Zeile so aufgeschrieben sein. Damit er das Ganze auch aktualisiert. Es muss immer ein Enter da sein. Sonst klappt das nicht. Auch der Schlussenter ist wichtig. Ich habe es getestet. Ich habe es in einer Zeile geschrieben. Ich habe es mit dem letzten Enter weggenommen. Hat nicht funktioniert. So. Und dann haben wir hier das erste, was unter NS-Update ausgeführt wird, wird eben der Update-Delete. Das heißt, der wird eben diese holodeck.datateamcenter, was der hier in diesem Beispiel löschen. Und dann eben neu schreiben mit der aktuellen IP, die wir ja hier rausgeschrieben, also in eine Variable reingesetzt haben. Die Variable MyIP, könnt ihr ja nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist dieser Punkt am Ende, damit das ihr richtiger Hostname ist. Und eben diese Sekunden, 60 ist halt für, das 60 Sekunden, das könnt ihr auch höher setzen. Das hängt jetzt davon ab, wie oft ihr Provider eure IP wechselt, damit das auch sauber aktualisiert wird. A steht halt eben für eine IPv4-Adresse. Man könnte das jetzt auch umändern und für eine IPv6-Adresse, aber ich habe es jetzt hier rein IPv4 konfiguriert. IPv6 wäre dann AAAA, aber wie gesagt, ich arbeite nicht mit der IPv6 momentan, deshalb habe ich das stehen lassen. So, dann macht der End und dann hier ist eigentlich Script. Das ist eben das, was er hier zusammengebaut hat. Den schreibt er in eine Datei im ASCII-Format. Ist eben hier der Filepass NSScriptPass. Das ist eben das, was wir hier eingegeben haben, DIN DNS NSUpdate.txt.
Und danach startet er den Prozess mit dem File Pass. Das haben wir ja hier. Join Pass, das ist eben der Pass NS Update Pass. Das ist eben der CDIN DNS, wie ich schon vorhin sagte. Und da steht eben diese NS Update Exe drin. Und dann geben wir die Argumente weiter mit dem D-K und dann eben den Key Pass. Das ist eben der Key Pass, das ist eben wie gesagt die Key Datei mit dem Schlüssel. Falls ihr euch erinnert, das ist die Datei. Und dann eben noch den NS Script Pass. Das ist eben die Textdatei mit dem Skript, wo er hier zusammengebaut hat. Und dann gibt er die eben noch, er wartet bis das fertig ist, macht kein neues Fenster, und dann eben die Standardfehler werden dann in die NSDR-Log geschrieben. Dann gibt es noch den Standard-Output und eben den Working Directory, das muss dann auch sein. Und dann eben wichtig, das ist Out 0, dass er eben danach alles schließt. Mehr ist es eigentlich nicht. Ist nicht kompliziert, aber wie gesagt, ich musste lange suchen, damit das auch richtig funktioniert. Weil ich hatte immer wieder Fehler, dass er das nicht updaten konnte, dass er den Key nicht annahm, dass er hier nicht wollte und da nicht wollte. Und hier ist jetzt endlich eine Version, die funktioniert für mich. Ich habe sie momentan nur als Test laufen, aber wie gesagt, ich wollte einfach wissen, ob es klappt. Klappt ja jetzt, und dann schaue ich mal, ob ich das irgendwann jetzt komplett wirklich so in Betrieb nehme. So. Ich hoffe, dass ich konnte euch damit etwas weiterhelfen, falls ihr wirklich auch in dem gleichen Fall seid wie ich. Und dann sehen wir uns bestimmt in einem weiteren Data Team TV Video wieder. Und dann bis dahin, tschüss, euer Frank.